Fast rechtzeitig, kann man sagen. Und es war ein wunderbarer Abend, den wir miteinander haben, wo unsere Herzen sich begegnet sind. Ich habe über die Jahre viel von eurer Gemeinde hier in Limburg gehört und immer wieder geschaut, wie sich das so entwickelt hat. Dank der modernen Medien ist das ja heute kein Problem. Und ich bin froh und dankbar, heute hier zum ersten Mal in eurem Kino zu sein und euch hier zu sehen, in eure Gesichter so halbwegs schauen zu können und euch als Gemeinde zu erleben. Die Wärme und Herzlichkeit, die ist mir gleich aufgefallen beim Hereinkommen, hier herzlich und warm begrüßt zu werden. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist das, was wir Menschen geben können, wenn Gott uns etwas in unser Leben hineingelegt hat, dass wir ihnen diese Liebe und Wärme weitergeben können. Danke, Iris und Bernd, für den Dienst, den ihr hier in Treue tut. 30 Jahre, das ist gut. Ich hoffe, ihr schafft auch 111 Jahre. Oder eure Kinder und Kindeskinder. Das ist schon etwas Besonderes, so lange Gemeindegeschichte zu haben. In der Tat, da der Aufbruch in Velbert war so einer der ersten, der in Deutschland geschehen ist, parallel zu der Erweckung, die damals in Mülheim an der Ruhr gewesen ist. Dort hat man sehr stark die Gegenwart des Heiligen Geistes erfahren. Die evangelischen Prediger in unserer Stadt haben angefangen, sehr klar über Bekehrung zu predigen. Menschen sind frei geworden von Alkoholsucht. Velbert, eine alte Industriestadt, wo viele Menschen auch stark und hart gearbeitet haben, aber mit all den Dingen, die da auch mit verbunden waren, die dann auch in Nöte hineingeführt haben. Und so haben Menschen Befreiung erlebt. Es war Zeltevangelisation in der Stadt. Daraus wurde dann die christliche Gemeinschaft gegründet. Das war bewusst nicht als Gemeinde formiert, sondern als Gemeinschaft zunächst einmal. Und was interessant ist in unserer Geschichte als Gemeinde, ist, dass die Missionsgenetik von Anfang an in unserer Gemeinde verankert gewesen ist. Das heißt, sehr bald nachdem die Gemeinde oder Gemeinschaft gegründet worden ist, haben wir angefangen, und ich sage bewusst, haben wir angefangen, obwohl ich damals nicht dabei war, weil ich mich damit voll identifiziere, Missionare zu senden. Nach China sind einige Leute ausgereist, schon in den 1915er Jahren etwa, also es war glaube ich noch vor dem Ersten Weltkrieg, und sie haben in China das Evangelium gesät, und das hat sich so auch als eine Segenslinie in unserer Gemeinde weitergeführt. Daraus ist später dann die sogenannte Velberter Mission, heute VM International, gewachsen. Die 70 Missionare und mehr, glaube ich, weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht ganz genau, die ausgesendet hat. Und morgen geht ein neues Ehepaar aus unserer Gemeinde auf die Philippinen, und sie werden dort das Evangelium verkündigen auf moderne Art und Weise, besonders in den neuen Medien, und dort auch im Kinderheim tätig sein. So diese Missionsgenetik haben wir in unserer Gemeindevision mit dem Punkt Mission, ja, bitte verankert, und da sind wir dran, das Evangelium auszubreiten. Wir haben Missionare, die in Kenia sind, die von unserer Gemeinde auch hauptsächlich mitfinanziert werden. So, auch das möchte ich euch mitgeben. Habt die Mission in welcher Form auch immer als Gemeinde auf dem Herzen, betet für Mission. Gott setzt dadurch etwas frei. Und ein wichtiger Punkt unserer Vision ist dieser Spruch: Wir lieben unser Velbert. Velbert kennen die meisten nicht, wenn man diesen Namen sagt. Wenn du irgendwo in Deutschland unterwegs bist, als ich das in München erzählt habe, unseren Nachbarn, wir gehen nach Velbert. Hä? Wo ist denn das? Keine Ahnung. Ja, Wuppertal, Düsseldorf und Essen, da liegen wir genau dazwischen, das kennen die meisten dann. Aber man nennt uns die Schlüsselregion Deutschlands. Denn wenn du mal in deine Tasche hineingreifst, hast du bestimmt Velbert da drinne. Denn die meisten Schlüssel, die in deutschen Taschen drin sind, die kommen
aus Fellbad. So, wenn du das nächste Mal ein CES oder WKS-Schlüssel oder von der Firma Wilka in deiner Hand hältst, dann denkst du an Fellbad und betest für unsere Gemeinde, die mittlerweile die Christusgemeinde Fellbad heißt, denn wir haben uns umbenannt und wollen für die nächsten 111 Jahre gerüstet sein mit allen unseren Arbeitszweigen und dem, was Gott uns gegeben hat. Und darüber hinaus bin ich total happy im Bund fröhlicher Pastoren, so sage ich gerne, der Vizepräses zu sein. Natürlich offiziell heißt das ein bisschen anders. Und ich liebe es, Gemeinden zu besuchen, Gemeinden zu sehen, Geschwister zu grüßen und zu schauen, was Gott tut und auch was Gott hier in Limburg tut. Und so soll mein Thema heute heißen, dein Herz für seine Gemeinde. Denn ich liebe Gemeinde Gottes in jeder Art und Weise. Gemeinde hat so verschiedene Ausprägungen. Und es ist interessant, Gemeinden kennenzulernen. Sie sind ganz, ganz unterschiedlich, auch kulturell sehr verschieden geprägt. Ja? Und was die eine Gemeinde liebt, das mag die andere Gemeinde überhaupt nicht. Das ist auch gar nicht mal entscheidend. Entscheidend ist, dass wir Jesus lieben. Amen. Und dass er im Zentrum ist. Und dass wir sein Wort, diesen unermesslichen, schier unerfassbaren Schatz, dass wir den immer wieder aufnehmen in unser Leben. Und so wollen wir das auch heute Morgen tun, indem wir das Wort Gottes miteinander öffnen und reinschauen, was Gott uns aus seinem Wort zu geben hat. Wir gehen dazu ins Alte Testament und wollen in die Frühzeit des Propheten Samuel schauen, der, wie Bibelkenner wissen, eine Zeit seines Lebens im Haus Gottes aufgewachsen ist. Und in dieser Anfangszeit, wo er im Haus Gottesdienst, im Haus Gottes aufgewachsen ist, da wollen wir hineinschauen. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufschlagt, 1. Samuel Kapitel 3. Und ich greife dort wenige Verse nur raus, als Gott zu ihm spricht. 1. Samuel Kapitel 3, Abvers 10. Ich lade euch ein, dass wir aus Respekt und Ehrfurcht vor dem Wort Gottes jetzt noch einmal aufstehen, wenn ich diese Verse lese. Und sie sollen in Kraft heute Morgen für unser Leben da sein. 1. Samuel Kapitel 3, von Vers 10. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Wir wollen dieses Wort für uns übersetzen heute Morgen. Der Herr trat hier im Kino in Limburg herzu und sprach, und jetzt setze deinen Namen an: Franz, Frank, Bernd, Bernd, Petra, Iris. Nimm es für dich persönlich. Und was hat Samuel geantwortet? Ja, ich bin gerade so beschäftigt, ich höre gerade mein YouTube-Video an hier und habe WhatsApp zu beantworten. Nein. Samuel sagt: Rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel, Doppelpunkt, Punkt. Herr, ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst und dass das, was du uns zu sagen hast, wirklich so ein geistliches Schlüsselerlebnis für uns wird. Dass wir mitnehmen können und dass unser Herz für deine Gemeinde, für dein Reich erweitert wird, neu entfacht wird, neu entflammt wird und dass wir dem Heiligen Geist jetzt Raum geben. Ich selber möchte da in den Hintergrund treten, Herr, und ganz dich in den Vordergrund stellen. Dich, dein Wort, deine Kraft, deine Salbung, das, was du wirken möchtest. Amen. Nehmt bitte Platz. Du brauchst geistliche Schlüsselerlebnisse. Und ich wünsche sie dir heute Morgen. Natürlich, in so einer Predigt kann man nicht umfassend Dinge wiedergeben. Deswegen möchte ich
nur einiges herausnehmen aus dem Wort Gottes, was mir im Zusammenhang mit Samuel und mit dem Herzen für die Gemeinde wichtig geworden ist. Ich möchte dich dazu ermutigen, dich danach auszustrecken, neu zu Gott zu sagen, Herr, ich brauche diese geistlichen Schlüsselerlebnisse für mein Leben. Ich möchte uns aber auch an dieser Stelle aus dem Wort Gottes aufzeigen, wie Gemeinde ist, was mir auf dem Herzen brennt für Gemeinde Gottes. Ich liebe es, so Bibeltexte auszulegen und sie anzuwenden auf unser persönliches Leben, aber auch auf Gemeinde. Denn ich glaube, dass Gott sowohl im Alten als auch im Neuen Testament das Bild von Gemeinde, von der Herrlichkeit Gottes entfaltet. Wir haben heute Morgen in etwas jugendlicherer Sprache gehört, wie sich die Herrlichkeit Gottes entfaltet, wie sie wie eine Explosion ist. Respekt für den jungen Mann hier, der den Mut gehabt hat, Elias, der gekommen ist, um das weiterzugeben. Das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und so wünsche ich dir, dass du so eine Vision ganz neu für Gemeinde in deinem Herzen trägst. Klar, Gemeinde ist perfekt, zumindest ist eure Gemeinde. Ja? Aber spätestens, wenn ich dazu komme, ist sie nicht mehr perfekt. Das ist leider ein Punkt, der mit meinem Leben verbunden ist. Vielleicht mit deinem nicht. Aber wir stellen uns ja alle das so vor, dass wir zur perfekten Gemeinde gerne gehören würden. Und deswegen haben Leute auch manchmal so diese Bewegung, irgendwo anders hinzugehen und was Neues zu suchen, in der Hoffnung, die perfekte Gemeinde zu finden. Aber spätestens dann, wenn sie dabei sind, ist es leider nicht mehr so. Mit dieser Realität müssen wir umgehen. Und trotzdem, auch wenn Gemeinde nicht perfekt ist, ist die Gemeinde ein Ort, der es wert ist, sein Herz total da hineinzugeben, sich zu investieren in das Reich Gottes. Denn wir können nicht für uns allein Reich Gottes bauen, sondern wir können es nur in der Gemeinschaft miteinander, in der gegenseitigen Korrektur, in der gegenseitigen Hilfestellung tun. Und diese Hilfestellung hat der junge Samuel hier erlebt. Israel befand sich gerade in einer starken Umbruchsphase. Wenn wir so die Geschichte an dieser Stelle lesen, dann können wir sehen, wie sich die Zeit der Richter entwickelt hat, wo charismatisch geprägte Leiter das Volk inspiriert haben, wo sie das Volk geführt haben. Selbst damals war es möglich, dass Frauen das Volk geführt haben und Salbung Gottes auf ihrem Leben getragen haben. Das ist ja heute nicht selbstverständlich, dass man Frauen Leitungsverantwortung überträgt. Aber das war damals möglich. Und so hat sich das Volk relativ gut entwickelt, als sie das Land eingenommen haben. Aber wenn wir dann gegen das Ende des Buches der Richter schauen, dann sehen wir, dass eine gewisse geistliche Orientierungslosigkeit da gewesen ist. Es soll ja so Phasen geben, wo jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Sprich, jeder versucht nach seiner eigenen Fasson selig zu werden und das zu tun, was ihm wichtig ist. So eine Phase war das damals. Weil die geistliche Autorität nicht mehr anerkannt worden ist. Es gab ganz wenig Offenbarung während dieser Zeit. Das können wir am Anfang von Kapitel 3 lesen. Visionen waren nicht mehr häufig. Und wo keine Visionen da sind, da verwildert ein Volk, sagt uns die Bibel. Es gibt ja Phasen in unserem geistlichen Leben, wo wir denken, wow, alles geht glatt, alles geht super. Du denkst, du bist der gesegneteste Mensch auf dem Erdboden Gottes. Und das ist subjektiv auch wirklich so wahr, dass du sagen kannst, ja, Gott segnet mich, alles richtig klasse. Aber dann
kommen manchmal solche Umbruchsphasen, wo einem alles unter den Füßen weggezogen zu werden scheint. Kennt ihr sowas? Dass du denkst, das, was gestern war, ist heute irgendwie nicht mehr so. Und dann fangen Leute an, sich anders zu orientieren. Und der Geist Gottes spricht in mein Herz hinein, dass heute Morgen Menschen da sind, die genau in dieser Phase sich innerlich befinden. Wo du Sachen in Frage stellst, wo du das, was dir wesentlich und wichtig in deinem Leben gewesen ist, dass du das in Frage stellst. Und die Umbruchsphase, in der du dich befindest, nicht mit Jesus gestaltest. Deswegen lade ich dich heute Morgen ein, diese Umbruchsphase in Abhängigkeit von Gott bewusst zu gestalten und ihm Raum für Wirken zu geben. Er muss die volle Autorität und die Gestaltungsmöglichkeit in deinem Leben haben. Entzieh ihm nicht die Gestaltungsmöglichkeit. Samuel ist in eine Familiensituation hineingeboren worden, die nicht gerade einfach war. Ja, zunächst war das Problem, dass er gar nicht geboren wurde, denn seine Mutter war unfruchtbar. Dieses Phänomen sehen wir häufig in der Schrift, dass Menschen, die nachher eine wesentliche Rolle gespielt haben, aus einer Familie kamen, wo die Mutter unfruchtbar war. Das ist im Alten Testament ein Zeichen von Unsegen, teilweise sogar von Fluch war. Das Ganze wurde da noch durch verkompliziert, dass der Vater Elkana nicht nur eine Frau hatte, nämlich die Hanna, sondern auch noch eine zweite, die Penina. Und die war richtig fruchtbar. Mal abgesehen von dem, was damit an ethischen Vorstellungen damals verbunden war, was wir ja heute anders sehen oder was auch anders verankert ist und was, denke ich, auch nicht im Weg Gottes ist, ursprünglich gab es in dieser Familie einen echten Zwist. Die beiden Frauen konnten nämlich nicht gut miteinander. Und diese Spannung, die zwischen ihnen da war, die wurde so richtig gefeiert und so richtig ausgespielt. Auf der einen Seite war der Elkana der ruhende Pol in der Familie, denn er hat auf Gott vertraut. Jährlich ist er mit seiner Familie, mit seinen Frauen und auch später mit den Kindern nach Silo gegangen. Silo war damals der Ort, wo das Heiligtum war, bevor es dann nach Jerusalem kam und später dann auch zum Tempel wurde. Das nur mal so am Rande. Und dort sind sie hingegangen, um Gott zu dienen. Neutestamentlich spreche ich das mal so runter. Hier ist ein gläubiger Vater, der mit seiner Familie in die Gemeinde geht, der Gott dient, der in Hingabe lebt. Aber auch dieser Vater war nicht immer weise in dem, was er getan hat. Wir lesen nämlich in der Bibel, dass er die Frauen ungleichmäßig behandelt hat. Die Hanna hat er mehr lieb gehabt, obwohl sie keine Kinder gehabt. Und hat sie denn damit noch getröstet, Hanna, ist ja nicht so entscheidend, dass du keine Kinder hast. Du hast doch mich. Irgendwie war das für sie ein schwacher Trost, denn sie konnte das nicht verkraften. Und der Elkana hat dieses Problem noch befördert. Denn die andere Frau, die hat das ausgenutzt und hat richtig auf die Hanna eingeredet, hat sie verachtet, hat sie verspottet, hat diesen familieninternen Zwist so richtig ausgekostet. Hanna wurde gedemütigt. Und diese Demütigung, die wurde dann besonders schlimm, wenn sie zum Haus des Herrn gegangen sind. Weil dann wurde letztlich offenbar,
Der eine scheint gesegnet zu sein, der andere scheint es nicht zu sein. 1. Samuel 1, Vers 10 sagt ganz deutlich, Hanna war verbittert. Ja, selbst in enger Gemeinschaft mit Gott kann es passieren, dass du so wie die Hanna verbitterst. Was ist der entscheidende Schlüssel dafür, dass du nicht verbitterst? Wenn du Enttäuschung hast, wenn du Zwist hast, wenn man dich nicht anerkennt in dem, was dir von Gott gegeben ist, beziehungsweise auch nicht gegeben ist. Was ist das Entscheidende? Ich persönlich bin über die Jahre zu der Überzeugung gekommen, dass das Entscheidende ist, wie ist unsere Haltung. Meine Haltung ändert sich, wenn ich mich dafür entscheide, sie zu ändern. Ein Satz, ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat, mir ist er im Zusammenhang in einem Seminar mit John Maxwell besonders offenbar geworden und hat angefangen, mich zu prägen. Aber er enthält so viel Wahrheit. Deine Haltung ändert sich dann, wenn du entscheidest, sie zu ändern. Und Gemeinde ist eine Familie Gottes, so ähnlich wie diese Hanna, Elkana, Penina-Familie. Menschlich und geistlich gesprochen. Liebe diese Familie Gottes und achte auf deine Haltung gegenüber der Gemeinde, gegenüber den Geschwistern. Und wenn deine Haltung nicht richtig ist, gibt es nur einen Schlüssel. Du musst deine Haltung ändern und auf einen warmherzigen und wertschätzenden und ehrenden Umgang miteinander achten. Denn Gemeinde ist beziehungsorientiert. Wenn dieses Fundament nicht stimmt, wenn dieses Fundament in deinem Leben angeknackst ist, dann lade ich dich heute Morgen ein, diesen Schlüssel Nummer 2 in die Hand zu nehmen, ihn ins Schloss zu stecken und ihn umzudrehen. Denn in der Tasche allein wird der Schlüssel nicht zu einem Schlüsselerlebnis für dich, sondern der Schlüssel wird nur dann zu einem Schlüsselerlebnis für dich, wenn du ihn ins Schloss steckst und du merkst, er passt und du drehst ihn um und die Tür öffnet sich in eine neue Dimension für dich hinein. Was tut die Hanna in dieser Situation? Ja, sie ändert ihre Haltung und sie geht ins Gebet. Gebet bringt es wirklich. Neben dieser Entscheidung, die Haltung zu ändern, ist es wichtig, den geistlichen Impulsen, die Gott in die Familie Gottes hineinlegt, zu folgen. Zum Heiligtum zu gehen, nach Silo zu gehen, in die Gemeinde zu gehen, Gott zu suchen, zu beten und zu ihm zu rufen. Hanna reagiert richtig. Sie resigniert nicht an ihrer Situation, sondern sie agiert. Sie folgt ihrem Mann, obwohl sie weiß, jeder Besuch in Jerusalem bzw. in Silo ist für mich schmerzhaft, weil da meine Not besonders zum Ausdruck kommt. Meine Widersacherin, so heißt es wörtlich an der Stelle, sie hat Kinder und ich habe keine. Welch eine Spannung, die sich für sie ergeben hat. Aber Hanna hat die Möglichkeiten genutzt, die sich ihr geistlich geboten haben. Und Hanna betet zum Herrn. Sie weint sehr und schüttet ihre Not vor Gott aus, sodass Eli, der damals der Priester war, der Gott gedient hat, zu ihr gekommen ist und sie zurechtgewiesen hat und gesagt hat, du siehst ja aus, als wenn du betrunken bist. Ich sag's mal mit meinen Worten, schlaf erstmal deinen Rausch aus. Sie sucht Hilfe bei Gott, sie weint, sie schüttet ihr Herz aus.
Und dann so etwas. Auch das mag dazu beigetragen haben, dass ihre Enttäuschung noch größer geworden ist. Du gehst in die Gemeinde und wirst völlig missverstanden. Soll auch mal im Christuszentrum in Limburg passiert sein. Was tue ich dann? Manche sagen dann, ich gehe nicht mehr nach Silo. Das ist die völlig falsche Reaktion. Dranbleiben, agieren, nicht resignieren, sondern ganz konkret zu sagen, Gott, ich brauche eine Antwort von dir. Und sie hat diese Antwort total klar formuliert, oder diese Bitte, was sie von Gott als Antwort erwartet hat. Gott, ich will einen männlichen Nachkommen haben. Sie hat nicht nur gesagt, ich möchte Kinder haben. Ich möchte einen männlichen Nachkommen haben. Und wenn ich einen männlichen Nachkommen bekomme, dann werde ich in dir weihen. Dann wird er ins Haus Gottes gebracht werden. Sie betet und sie weiht, schon bevor sie diese Gebetserhörung erlebt hat, diese Gebetserhörung im Herrn, das nenne ich eine geistliche Haltung, was sie getan hat. Und sie hat gesagt, kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das war das Gelöbnis eines Nazireas, jemandes, der Gott geweiht war. Die Herausforderung, die wir in unserer Zeit haben, die meistern wir nicht durch irgendwelche menschlichen Konzepte und Ideen, auch als Gemeinde nicht, sondern nur mit einer Hingabe und Weihe an Gott. Und es ist die Salbung des Heiligen Geistes, die auf uns kommt und die den Unterschied macht. Und dann können wir die Situation aus unterschiedlicher Perspektive sehen. Und das ist der Schlüssel Nummer 4 heute Morgen, den wir bei Hannah sehen, wie sie in anderer Weise mit ihrer Not umgegangen ist, als sie es hätte tun können. Sie geht zu Gott, und wenn du das ganze Kapitel 2 liest, 1. Samuel, und liest es vielleicht mal zu Hause, dann ist das richtig stark, was sie dort an Lobpreis bringt. Keiner ist so heilig wie der Herr. Keiner ist außer dir ein Fels. Du bist mein Gott. Die Gebetserhörung war noch nicht da, aber sie hat Gott gelobt. Und sie hat den Zuspruch bekommen, dass Gott ihr Gebet erhören wird. Und Gott hat es erhört. Das, was sie erbeten hat, hat sich in ihrem Leben entfaltet. Und deswegen ist sie in eine Perspektive des Lobpreises hineingekommen und hat Gott die Ehre gegeben. Und deswegen lade ich auch dich heute Morgen ein, aus der richtigen Perspektive zu blicken und dich bewusst dafür zu entscheiden, es geht um Gottes Ehre. Es geht nicht um deine persönlichen Befindlichkeiten. Deine Perspektive, die du von Gott bekommst, die richtige Perspektive, die führt zu einem entspannten und einem gesegneten Leben. Dein Herz für seine Gemeinde, dein Herz für das Haus Gottes. Sind wir offen dafür, unser Herz ganz neu für das Haus Gottes ins Feld zu legen und zu sagen, Herr, hier sind wir. Auch wenn wir an manchen Punkten vielleicht persönlich Schwierigkeiten, Herausforderungen, Verletzungen erlebt haben, was auch immer. Wenn wir das Leben der Hannah anschauen, dann sehen wir, sie hat das zu Genüge gehabt. Aber sind wir entschlossen, Gott Lobpreis zu bringen und ihm die Ehre zu geben? Und sie tut genau das, was sie verheißen hat. Nach einer gewissen Zeit, als der Samuel entwöhnt war, hat sie ihn in das Haus Gottes nach Silo gebracht und er wurde ein Diener Gottes. Bist du so ein Diener Gottes? Wir sind Diener Gottes. Wir haben über die beziehungsorientierte Gemeinde gesprochen. Aber wenn wir wenn wir an dieser Stelle stehen bleiben würden, ist das zu wenig. Denn Gemeinde ist auch immer auftragsorientiert.
Wenn wir nur beziehungsorientiert sind, dann haben wir einen Klüngel, der sich um sich selber dreht. Deswegen nehmt immer wieder den Auftrag Gottes und führt ihn weiter. Tut das, was Gott euch gegeben hat. Morgen startet in unserer Gemeinde unter diesem Motto, wir lieben unser Fellbad, eine Kinderwoche. Das nennt sich der Hefel-Kindertreff. Vor über 60 Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat, hat eine liebe Schwester, die damals Gemeindeschwester bei uns in der Gemeinde war, die Vision für ein Haus bekommen, was am Stadtrand unserer Stadt lag und liegt immer noch. Sie hat gesagt, wir fangen hier mit einer Stadtranderholung für die Kinder unserer Stadt an. Der Hefel-Kindertreff war geboren. Und er ist Jahr um Jahr gegangen und weitergelaufen. Als wir letztes Jahr das erste Mal dabei waren, hatten wir so den Eindruck in der Gemeinde, jeder weiß, was er zu tun hat bei diesem Hefel-Kindertreff. Ich glaube, wir haben 60 Mitarbeiter oder so, die mithelfen dafür. Und das Faszinierende an dem Ding ist, wir drucken für diese Veranstaltung keinen einzigen Flyer. Es gibt eine Internetseite, aber es gibt keinen Flyer. Und es gibt einen Termin im März des Jahres, dieses Jahr war es der 2. März, 11 Uhr, dann musst du da sein, um dein Kind anzumelden für diesen Kindertreff. Und es ist in den letzten Jahren immer so gewesen, dass an dem Tag diese Maßnahme voll gewesen ist. Und das Interessante ist, dass ganz viele Kinder aus der Stadt angemeldet werden, wo die Eltern teilweise schon vor wie vielen Jahren in diesem Kindertreff mit dabei waren. Ich finde das faszinierend. Wenn eine Gemeinde das tut, wozu sie berufen ist, was Gott ihr gegeben hat, dann legt Gott seinen Segen darauf. Und letztes Jahr haben wir eine Innovation eingeführt, weil es war keine Aufgabe für uns da. Meine Frau wollte in der Küche mitarbeiten, ging nicht. Alles schon besetzt, ja? Okay, dann haben wir überlegt, was ist unsere Gabe, was können wir tun? Wir haben dann gedacht, okay, wir machen ein Gebetszelt für die Kinder. Haben dann in unser Foyer so einen kleinen Pavillon gestellt und haben den Kindern gesagt, ihr könnt da zum Gebet hinkommen. Und das war so bewegend, sage ich euch. Die Kinder haben Schlange gestanden vor dem Zelt, wollten ihr Leben Jesus geben, haben ihre familiären Situationen ausgebreitet. Es war wirklich stark. Und ich freue mich, wenn es morgen wieder losgeht, wenn wir dort in unserem Zelt sitzen und die Kinder kommen und wir für sie beten können. Diene gemäß der Berufung und diene der Gemeinde, diene der Stadt. Führt euren Auftrag aus. Nun kann man sagen, okay, der Samuel, der wurde in ein richtig, richtig gutes Umfeld gegeben, wo er dann aufgewachsen ist. Ja, so Silo, Offenbarungsstätte Gottes, das Heiligtum ist da, die Bundeslade, tralala, alles richtig gut. Aber, wenn wir das mal genauer lesen und Bibelkenner wissen, dass ich jetzt ein bisschen überzogen habe, dann sehen wir, die Hanna hat ihren jungen Sohn, keine Ahnung, wie alt er gewesen ist, genau zu dem Zeitpunkt, ist auch nicht entscheidend, in eine Situation hineingegeben, wo ich mein Kind nicht reingegeben hätte. Denn der Eli, als damals leitender Priester oder hoher Priester, der kam mit der ganzen Situation nicht klar. Seine Söhne haben ihm auf der Nase rumgetanzt und haben letztendlich Götzendienst gemacht. Wenn die Leute gekommen sind und ihr Opfer gebracht haben, was haben seine Söhne gemacht? Die haben die Gabel genommen oder einen Spieß genommen und sich die besten Stücke rausgefischt. Und der Eli hatte das nicht im Griff. Hanna, bist du denn verrückt? Dein kleiner Sohn, ich denke jetzt über meine Enkelkinder nach, ja, die in so eine Situation reinzugeben, das kann man doch nicht machen. Das ist unverantwortlich. Ja, menschlich gesprochen müsste man das so sagen. Aber es war für Samuel genau der richtige Weg.
Auch wenn in der Gemeinde nicht alles perfekt ist, ist sie doch genau der richtige Ort, wo wir geistlich wachsen können, wo wir aufwachsen können, in unsere Berufung hineinzukommen. Und genau das erlebt der Samuel. Er wächst herauf, er wächst heran und er wird zu dem, wozu Gott ihn berufen hat. Ein Mann, der die Stimme Gottes hören kann, der unterscheiden kann, was von Gott kommt und was nicht von Gott ist. Und das fängt damit an, dass er Gott dient. Sei ein Diener Gottes. Gemeinde ist auftragsorientiert. Dein Auftrag besteht nicht darin, hier einen Stuhl am Sonntagmorgen zu wärmen, sondern deine Aufgabe besteht daran, in der Berufung, die Gott dir gegeben hat, zu leben. Und die Aufgabe der Gemeindeleitung ist, die Heiligen zum Dienst zuzurüsten, nein, dass sie das Werk des Dienstes tun können. Dafür bist du da, dass dein Leben in der Berufung Gottes wächst und du seine Stimme hören kannst. Und so ist die Nähe Gottes für unser Leben der sechste Schlüssel, den wir heute Morgen kurz anschauen wollen. Lebe in der Nähe Gottes, sei im Haus Gottes, suche die Nähe Gottes und du wirst ihn hautnah und konkret erfahren. Und hier möchte ich besonders auch die junge Generation ansprechen. Gott möchte euch berühren und mein Herz sehnt sich danach, dass eine junge Generation Gott dient. Und wir setzen in Velbert unsere Gemeinde, wo wir alle Generationen sehr stark vertreten haben, alles daran, dass nicht nur die ältere Generation Gott dient, die mittlere Generation, sondern dass besonders auch die jüngere Generation Gott dient. Und dass sie Erfahrungen in der Kraft des Heiligen Geistes macht. Ich habe am Freitagabend mit einer jungen Gruppe von also um die 18, 19-Jährigen zusammen gebetet. Wir hatten einen Lobpreis- und Segnungsabend für diesen Hefel-Kindertreff. Und ich war so Leiter einer Gebetsgruppe. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 15 Gebetsgruppen oder sowas da. Und dann waren da fünf junge Leute bei mir. Und wir haben miteinander gebetet. Und es ging um das Thema hörendes Gebet von Gott zu empfangen. Und ich war richtig geflasht davon, wie diese jungen Leute, die unter unserer Leitung und Führung heranwachsen, unter Führung unseres Jugendpastors, die gerade auf einer Mega-Jugendfreizeit in Griechenland gewesen sind, wie sie prophetisch etwas von Gott empfangen, wie sie hören, wie Gott zu ihnen redet. Und dann habe ich genauso zu den jungen Leuten gesagt, betet bitte für mich. Und was sie da so prophetisch für mich hatten, war richtig, richtig gut. Die Nähe Gottes, die macht das. Die Nähe Gottes, die füllt das aus. Wir müssen diese Nähe Gottes suchen. Und ich spüre hier in dieser Gemeinde, dass eine Offenheit dafür da ist, diese Nähe Gottes wirklich zu genießen und darin zu leben. Und wenn du in der Nähe Gottes lebst, dann wirst du spüren, wie Gott eine neue Samuel-Generation formt. Wie auch hier in der Gemeinde eine Samuel-Generation heranwächst, die von Gott dafür berufen ist, den Dienst zu tun und seine Stimme, die er hineinspricht, in unser Leben zu hören und dann auch weiterzugehen. Liebe Gemeinde, öffnet euch neu dafür und weiht euer Herz euren Herrn. Und dann kommen wir auf die Väter und die Mütter. Es braucht in jeder Gemeinde, und das beziehe ich nicht nur auf das Pastoren-Ehepaar, sondern beziehe das auf alle, die länger im Glauben sind. Es braucht Väter und Mütter. Väter und Mütter, die Unterstützung geben und die sagen, Samuel, ich habe dich nicht gerufen. Wenn das nochmal passiert, wenn du nochmal diese inneren Eindrücke bekommst, wenn du nochmal etwas hörst, was du
nicht einordnen kannst. Und wenn der Herr zu dir tritt und du weißt das gar nicht, dass das der Herr ist, dann gebe ich dir einen einfachen väterlichen, mütterlichen Mentorenrat mit. Sag einfach, rede Herr, dein Diener hört. Und als Samuel das gesagt hatte, fing Gott an, zu ihm detailliert zu reden. Das Christuszentrum in Limburg braucht ein weites Herz und eine klare geistliche Haltung. Es braucht Väter und Mütter Gottes, die Hörende und Lernende bleiben, aber die Gemeinde zu einem Trainingszentrum macht für den Dienst der Berufung der nachfolgenden Generation. Wir legen auf diesen Aspekt in unserer 111-jährigen Gemeinde besonderen Wert. Bernd hat das vorhin vorgestellt. Meine Frau hat begonnen mit einem Team für unseren Plus-Gottesdienst. Die junge Generation wird da herangeführt und wir bilden einen Abendgottesdienst, wo wir besonders der heranwachsenden Generation, es geht dabei nicht um die Teenies, sondern um die jungen Erwachsenen, die irgendwo aus unserer Gemeinde so lang, sang- und klanglos am Verschwinden waren, um ihnen einen Rahmen zu bieten, dass sie dienen können. Das ist Gottes Antwort, die er uns gegeben hat, wie wir als Väter und Mütter dienen sollen. Gemeinde braucht diese reifen Väter und Mütter. Und so durch diesen Dienst der nicht perfekten Väter und Mütter, denn Eliva war wahrlich nicht in einer perfekten Situation, lernt der Samuel auf die Stimme Gottes zu hören. Er hat eine Begleitung, die ihm hilft, das Reden Gottes zu erkennen, zu empfangen, was Gott ihm zu geben hat. Und dann ist es so toll zu sehen, wie der Samuel wächst. Wir sehen, wie Israel mitbekommt, hier wächst eine neue Leitergeneration heran. Hier wächst jemand heran, der später einen wunderbaren Dienst in Israel getan hat, den Gott berufen hat, geistliche Leitung in dem Volk wahrzunehmen. Auch in unserer Aufgabe als BFP-Bundesleitung sind wir sehr stark an diesem Thema dran. Wo ist die nächste Generation, die unseren Bund weiterführen kann in das hinein? Ich bin jetzt 7 Jahre in der Aufgabe als Vizepräses und ich denke, ich habe erst gestern begonnen. Ich bin über 35 Jahre im geistlichen Dienst, wo ich als Pastor oder als Pastor in Ausbildung tätig war und bin. Und ich habe damals gedacht, wow, du hast so viel Zeit. Und wisst ihr, das geht wie ein Zeitfenster ganz schnell vorbei. Und du weißt nicht, wie lange du dienen kannst. Wie lange Gott dir Gnade gibt. Vor etwas mehr als 2 Jahren hatte ich einen schweren Herzinfarkt. Mit Herzstillstand, wo ich wiederbelebt werden musste, reanimiert. Und mein Zeitfenster hätte, wenn ich nicht Gottes Gnade gehabt hätte und wenn ich nicht Ärzte gehabt hätte, die zur rechten Zeit das Richtige getan haben, hätte damals zu Ende sein können. Meine Frau wäre heute Witwe. Ich bin Gott dankbar, dass sie es nicht ist. Aber es macht dir immer wieder neu bewusst, hey, dein Leben ist nicht ein endloses Ding, sondern du hast eine Zeit, in der du etwas bewegen kannst. Und wenn ich dann ältere Pastorenkollegen sehe, die Gott mit Hingabe gedient haben, die dann irgendwann auch im hohen Alter an den Punkt kommen, wo sie nicht mehr können, dann wünsche ich mir natürlich, dass ich mit 120 noch richtig Gott dienen kann. Amen. Schön wär's, ja. Ich weiß nicht, ob Gott mir das schenkt. Vielleicht eher nicht. Unlängst
ist ein Pastor abgerufen worden im Alter von 92 Jahren. Er war der älteste Pastor in unserem Bund. Wisst ihr, was er angehabt hat? Ein Baukittel. Denn er hat noch im Alter, im hohen Alter, eine Kirche gebaut. Es ist ihm nicht vergönnt gewesen, die fertigzustellen. Ja? Aber seine Frau, seine jetzige Witwe, sagte mir dann, an dem Tag wollte er Steine bestellen. Ja? Mit 92. Gott so zu dienen, das ist krass. Aber das kann nicht jeder. Und wir schauen auch nicht mitleidig auf Leute, die das nicht mehr können. Sondern jeder gibt in der Zeit das, was er kann. Er gibt sein Bestes. Amen. Er gibt sein Herz hin. Amen. Und der Kampf um dein Herz, der ist in vollem Gange. Alle wollen dein Herz haben. Sie wollen deine Freundschaft haben. Sie wollen dein Geld haben. Sie wollen, dass du dich investierst. Ja, es ist super, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. Die kommt, wenn es brennt. Im Sportverein, das ist gut. In der Politik. Aber wisst ihr, das ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist, mich zu investieren in das Reich Gottes. Das steht an erster Stelle. Und ich kann euch bestätigen, durch meinen persönlichen Erfahrungsbericht, dass der göttliche Zufall immer funktioniert. Ja. Denn wenn wir nach dem Reich Gottes als allererstes trachten, dann wird der göttliche Zufall aktiv. Denn uns wird alles zufallen, was wir brauchen. An diesen Zufall glaube ich. Ja. Und das ist ein wunderbarer Zufall, Amen, den Gott uns gibt und den er uns schenkt. Was ist deine Herausforderung? Schlüssel Nummer 8, und das ist der letzte Schlüssel, das ist der letzte Schlüssel heute Morgen, sonst wird unser Bund zu voll. Setze deine Prioritäten richtig. Weil jeder versucht, dass du gemäß seiner Interessen deine Prioritäten setzt, dein Geld investierst. Und du kannst dein Geld ausgeben für tolle Kreuzfahrten, damit klimaschädigend sein und die Umweltaktivisten auf den Plan rufen. Du kannst sonst was tun damit. Damit sage ich nichts gegen Kreuzfahrten. Ja? Aber schau genau, wozu Gott dich berufen hat. Und setze deine persönlichen Ressourcen dafür ein. Und ich sage dir, wenn du das tust, gemäß deiner Lebensberufung, dann wirst du erleben, wie Gottes Segen fließt in deinem Leben. Nicht, dass du immer alles das bekommst, worum du bittest. Aber du wirst im hohen Maß eine Erfüllung in deinem Inneren erleben, dass Gott dir Gutes tut, über alles hinaus, was du erwarten kannst. Und dass du einfach sagen kannst, wow, Gott, ich danke dir dafür, wie wunderbar du mein Leben gestaltet hast. Wir haben in München in einer 5-Zimmer-Wohnung gewohnt. Und wir haben gedacht, wenn unsere 4 Kinder, damals waren noch 3 bei uns, also wenn unsere 3 Kinder aus dem Haus sind, dann kommen wir auf jeden Fall mit einer kleineren Wohnung aus. Deswegen haben wir, als wir in diesem Prozess der Veränderung waren, und noch gar nicht absehbar war, dass Gott uns nach Fellbad ruft, gebetet und gefragt, Gott, was sollen wir tun? Und wir haben angefangen, für eine 4-Zimmer-Wohnung zu beten. Denn es reicht ja, wenn man ein Büro noch dabei hat und Gästezimmer, das waren so unsere Gebetsanliegen dabei. Und so sind wir auch nach Fellbad gegangen. Wir haben gedacht, okay Gott, 4-Zimmer-Wohnung, das reicht für uns zwei. Und wisst ihr, was Gott uns gegeben hat? Gott hat ja Humor. Ja? Er hat uns eine 6-Zimmer-Wohnung mit 170 Quadratmetern gegeben und wir genießen diese Weite. Und das Tollste ist, sie kostet nur kalt die Hälfte von dem, was unsere Wohnung in München gekostet hat. Kalt, die viel kleiner gewesen ist. In München ist es nämlich alles mega, mega teuer. Unser Vermieter ist ein gläubiger Mann, der so happy darüber ist, dass wir seine Mieter sind und unsere Vermieterin
saß in dieser Woche bei uns und wir haben intensive geistliche Gemeinschaft gehabt und wir kommen auf einer Ebene zusammen, wie wir uns das nicht vorgestellt haben. Sie kommen, gläubig, aus einer ganz anderen Tradition, als wir herauskommen. Ich will da jetzt nicht zu viel drüber sagen. Aber Gott öffnet die Türen für dich, wenn du deine Prioritäten richtig setzt. Die Leute haben uns gefragt, ihr seid doch doof. Von München, dieser schönen Stadt, geht ihr nach Velbert. Wo ist denn das? Und so eine Kleinstadt. Das Wichtigste ist, dass du an dem Platz bist, wo Gott dich haben will. Und dann liebst du es, aus dem Stau in München zurückzukommen nach Velbert, wo es keinen Stau gibt. Halleluja! Gott ist gut. Er weiß, was das Beste für dich ist. Und jetzt nimmst du mal dein Schlüsselbund, falls du eins in der Tasche hast, nimmst es in die Hand. Nimm es mal raus und guck mal, ob der Schlüssel aus Velbert ist. Und du hast diese Schlüssel heute Morgen gesehen auf der Folie. Ich will nicht, dass ihr 8 Schlüssel jetzt nehmt, ja? Sondern ich glaube, dass Gott einzelnen von euch durch einzelne dieser Schlüssel etwas Besonderes gesagt hat. Wenn ihr die Folie haben wollt, fragt euren Pastor, dann kann er sie euch zur Verfügung stellen. Bitte nicht ins Internet stellen, aber für euch persönlich könnt ihr sie haben. Ihr könnt es nochmal durchgehen. Und was war der Punkt, der dich heute Morgen angesprochen hat? Wo du sagst, das ist der Schlüssel, den Gott mir heute Morgen gegeben hat. Und weißt du? Tür und Schlüssel oder Schließzylinder und Schlüssel muss ja immer zusammenpassen. Das heißt, du kannst dir letztlich nicht irgendeinen Schlüssel aussuchen und sagen, den will ich haben. Aber Gott gibt dir einen und sagt, das ist dein Schlüssel. Und ich würde als erstes gerne den Schlüssel den Menschen geben, die den Schritt in das Reich Gottes noch nicht gemacht haben. Das heißt, du hast noch keine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Aber du bist heute Morgen hier in dem Gottesdienst und hast gemerkt, heute ist deine Stunde. Du hast nicht alles verstanden, was ich gepredigt habe, aber das ist auch egal. Das ist meistens so, dass wenn du neu bist, dass du nicht unbedingt alles gleich verstehst. Aber ich rate dir heute Morgen, lass dich auf dieses Abenteuer mit Jesus Christus ein. Komm zu Jesus Christus, da vorne sind 2 liebe Menschen, die dir dienen werden, die dir helfen werden bei diesem ersten Schritt mit Jesus Christus. Und um es dir leichter zu machen, bitte ich jetzt mal die ganze Gemeinde, die Augen zu schließen und aufzustehen. Und wir wollen miteinander so als Gemeinde, denen das bekannt ist, wir wollen vor Gott treten. Vor Gott stehen und zu ihm beten für die Menschen, die das heute Morgen brauchen. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus Christus annehmen, mir zunächst mal das zu signalisieren, indem du deine Hand streckst, während die Gemeinde die Augen zu hat. Und dann würde ich dich bitten, wenn du auch dazu den Mut hast, noch zu einem weiteren Schritt hier nach vorne zu kommen. Wenn du nur zu dem ersten Schritt Mut hast, ist das auch völlig okay. Wir respektieren deine Persönlichkeit und das, was dir wichtig ist. Aber ich möchte dich dazu einladen, das heute Morgen zu tun. So, liebe Gemeinde, ihr habt eure Augen geschlossen und diese Frage in den Raum hinein, ist jemand da, der sagt, ich möchte Jesus Christus mein Leben heute Morgen geben, ich möchte es ihm anvertrauen und sagen, Jesus Christus, werde du Herr meines Lebens. Ich will von Neuem geboren werden und ein Jünger von Jesus Christus werden. Ich will diese Priorität in meinem Leben heute Morgen setzen. Dann bitte ich dich, mir das durch deine ausgestreckte Hand zu signalisieren. Dann will ich jetzt für dich beten und will dich darin begleiten, auf diesem Weg, auf diesem Schritt, den du auf Jesus Christus zu machst.
Vater, du kennst jeden, der heute Morgen hier ist. Ich danke dir, dass diese Einladung gilt, die du ausgesprochen hast an die Menschen, die hier sind, die dich noch nicht als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Jesus, ich segne sie in deinem Namen, dass sie den Mut haben, diesen Schritt heute Morgen zu gehen und diesen Schritt festzumachen. Danke, Herr, dafür. Ich möchte das Lobpreisteam um Unterstützung bitten. Und während ihr kommt, möchte ich jetzt alle bitten, dass ihr, wenn ihr heute Morgen diesen Schritt tun wollt, den ich angeregt habe, dass ihr einen Schlüssel jetzt in die Hand nehmt, dass ihr das spürbar, physikalisch in euren Händen haltet. Wenn du keinen Schlüssel dabei hast, dann ist das auch okay, dann kannst du dir das einfach jetzt auch so vorstellen. Und dann geh jetzt diese Punkte noch einmal durch, die wir heute Morgen gesagt haben, die heute Morgen hier genannt worden sind. Und du sagst, Herr, ich nehme diesen Schlüssel, den du mir heute Morgen persönlich anvertraut hast. Und ich nehme diesen Schlüssel und ich will ihn ins Schloss hineinstecken. Ich will es anwenden, das, was du mir gegeben hast. Ich will diese Entscheidung heute Morgen treffen, meine Prioritäten richtig setzen. Sei es, dass es das Gebet ist. Sei es, dass es die Weihe an Gott ist. Sei es, dass du etwas aus einer anderen Perspektive bewerten sollst. Sei es dieser Punkt mit den Vätern und Müttern, dass du sagst, ja, ich nehme das für mich. Ich nehme diese Berufung an, die Gott mir da gegeben hat. Sei es, dass du deine Haltung änderst. Sei es, dass du in den Lobpreis vor Gott gehst. Ich nehme das, Jesus Christus. Und wenn du das so tun möchtest, dann nimmst du diesen Schlüssel und streckst ihn Jesus entgegen. So wie ich das jetzt hier vorne symbolisch als Beispiel tue, kannst du das für dich machen und sagen, ja, Herr, das ist mein Schlüssel, den du mir heute Morgen gegeben hast. Ich nehme ihn und ich halte ihn dir hin, Jesus Christus. Und ich bete, dass die freisetzende Kraft Gottes in meinem Leben wirksam ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das, was dir wichtig ist für mein Leben, dass du das in mir so niederlegst, Herr, wie du es möchtest und wie du es heute Morgen für mich vorbereitet hast. Danke, Herr, dafür. Jesus, und so wollen wir jetzt diese Gemeinde segnen in deinem Namen. Ich darf Petra bitten, dass sie zur Unterstützung mit nach vorne kommt. Vielleicht habt ihr ein Handmikrofon für sie. Wir wollen für euch beten, euch dienen und euch segnen und beten, dass der Heilige Geist euch auch in prophetischer Weise dient, dass er heute Morgen einzelne Situationen hier aufruft, von denen wir nicht wissen, aber von denen der Geist Gottes weiß, was hier dran ist. Jesus Christus, so segnen wir dieses Haus in deinem Namen. Wir segnen die Leiter dieser Gemeinde. Wir danken dir für Iris und für Bernd und wir segnen sie und wir segnen auch sie, dass sie in ihrem Dienst die richtigen Prioritäten haben, Jesus. Dass sie die richtigen Schlüssel haben und sie nehmen und sie anwenden können, dass die Gemeinde, Herr, in neue Räume hineingeführt wird. Dass Türen, die verschlossen sind, aufgeschlossen werden in Jesu Namen. Jesus, ich bete darum, dass diese Gemeinde ihre Berufung weiter entfalten kann und dass diese wunderbaren Menschen mit dazu beitragen, und in Schlüsselpositionen sind, Herr, dass die Türen geöffnet sind, die du, Heiliger Geist, wirksam werden lässt in dieser Stadt. Jesus Christus, wir segnen diese Gemeinde, dass sie Einfluss hat in verschiedene Bereiche dieser Stadt hinein, in gesellschaftliche Bereiche, weil es deine Berufung ist, da hineinzugehen. Und das mag jetzt wie ein Widerspruch klingen, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ist es aber nicht. Ich empfinde, dass jemand hier ist heute Morgen, der von Gott den Auftrag bekommen hat, sich in politischer Weise zu engagieren, in einer ganz speziellen Weise hat Gott dich berufen dafür, hat dich vorbereitet und er hat dir Einfluss und Gunst gegeben und etwas für dich vorbereitet.
Und ich möchte dich segnen heute Morgen, dass die Kraft Gottes in deinem Herzen die entsprechende Bestätigung freisetzt, dass Gott dir das geschenkt hat und dass er dir Türen geöffnet hat, die niemand schließen kann vor dir. Ich segne dich dazu in Jesu Namen. Ich segne dich in der Kraft des Heiligen Geistes von Gott her, denn es ist sein Werk, das in seinem Leben geschieht. Und jemand anders ist hier. Du bist ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren und Gott spricht heute Morgen zu dir. Du hast deine Familie vernachlässigt. Du hast Prioritäten in Bezug auf deine Familie falsch gesetzt. Und der Heilige Geist ermahnt dich heute Morgen, diesen Schlüssel zu nehmen und die Prioritäten, angefangen bei deiner Frau, aber auch vor allen Dingen, indem du Zeit mit deinen Kindern verbringst, indem du in sie investierst, dass du hier neu anfängst, die Prioritäten richtig zu setzen. Und es ist sogar so, dass eine gewisse Vernachlässigung da ist. Und wenn du diesen Schritt nicht gehst, das zu tun, dann kann der Schaden groß sein. So, ich ermahne dich heute Morgen als ein Diener Gottes, der in dein Leben hineinspricht, dass du diese Herausforderung annimmst und dass du dem Reden des Geistes Gottes Raum gibst und sagst, ja, ich nehme das heute Morgen in Jesu Namen. Ich höre damit auf, mit dieser Vernachlässigung, sondern ich nehme diesen Schlüssel, ich drehe diesen Schlüssel um in dem Schloss, in der Tür, die vor mir liegt. Halleluja. Das ist gut, ja, Gott. Der Heilige Geist möchte dich führen und er hat dein Bestes im Sinn. Es ist jemand hier, du trinkst eigentlich ganz gerne Alkohol und du denkst, das ist auch, warum denn nicht? Und ich empfinde so eine ganz starke Warnung, dass die Flasche ist angebrochen, die ist schon, hat schon weniger als die Hälfte und du nimmst immer wieder einen Schluck direkt aus der Flasche. Und der Heilige Geist möchte dich warnen, dass du aufhörst und dass du heute Befreiung von ihm annimmst. Jesus möchte dich heute befreien davon, damit du nicht in eine Sucht hineinkommst. Du bist gefährdet und der Heilige Geist sagt es dir und spricht jetzt in dein Herz hinein. Danke, Jesus, dass du der Befreier bist und dass heute der Tag ist, dass heute der Zeitpunkt ist, wo du diese Person wirklich freisetzen möchtest, dass nicht in etwas hineinkommt, das nur runterzieht in eine Abwärtsspirale, sondern Herr, du hast Segen vorbereitet, du hast Gutes vorbereitet. Halleluja, Jesus. Und du möchtest wirklich diesen Menschen segnen, dein Kind segnen mit der Fülle, die von dir kommt und die den Durst wirklich löscht. Halleluja, Jesus. Und ich habe noch ein anderes Bild oder ein anderes empfangen. Du fühlst dich benachteiligt. Du hast, und zwar benachteiligt von Gott. Du hast das Gefühl, du bekommst immer nur Tropfen von ihm und die anderen, die werden überschüttet und bekommen jede Menge Segen. Und du bist vernachlässigt. Aber Gott sagt zu dir, mein Kind, niemals werde ich dich vernachlässigen. Niemals werde ich dich benachteiligen. Das ist nicht das, was ich will, sondern ich will dich segnen. Aber du musst dich auch wirklich dafür öffnen und glauben. Glaub doch, dass ich dich segnen will, damit du empfangen kannst. Du musst die Geschenke von mir auch annehmen im Glauben, denn sonst hast du sie nicht. Nimm sie wirklich. Streck dich danach aus und nimm an, was ich dir geben will. Ich versichere dir, ich habe dich lieb und ich habe dich nicht weniger lieb als die anderen. Ich will dich beschenken. Ich will den Segen auf dich wirklich herabkommen lassen. Du sollst nicht mit diesen Tropfen auskommen. Das ist nicht mein Wille. Schön. Ich möchte für eine Frau beten, die sich so in dieser Rolle gesehen hat, wie die Hannah gewesen ist. Die nicht mit
Gaben und Geschenken gesegnet ist, wie Penina gewesen war und so ähnlich auch wie Petra das ausgedrückt hat. Du fühlst dich benachteiligt. Aber ich spreche dir heute zu. Du bist eine Frau Gottes, die von Gott her eine Berufung hat. Und diese Berufung ist eine total wichtige Berufung, weil du mit dazu beitragen wirst, dass durch dich Menschen geprägt werden, so wie der Samuel durch seine Mutter geprägt und geweiht worden ist, dass sie eine Möglichkeit haben, zu Jesus Christus zu kommen und Jesus Christus zu erfahren. So denk nicht, du bist benachteiligt, sondern nimm die Fülle Gottes für dein Leben. Nimm das, was Gott dir schenkt und was er durch seinen Geist in dein Leben hineingegeben hat. Segne dich, dass du freigesetzt bist, deine Berufung zu erkennen, zu empfangen, was Gott dir gegeben hat. Und ich würde gerne noch für einen Menschen beten, der in seinem rechten Oberschenkel in den letzten Tagen starke Schmerzen gehabt hat, die ihn auch dazu geführt haben, dass du gar nicht dich so richtig bewegen konntest, dass du sehr eingeschränkt warst. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Hand auf deinen Oberschenkel legst. Und ich segne dich in Jesu Namen und du sollst Zeugnis davon geben und Erfahrungsbericht geben, was Gott in deinem Leben getan hat, dass er dich berührt hat. Segne dich in Jesu Namen, dass diese heilende Kraft Gottes durch dein Leben fließt und freigesetzt bist, das zu tun, was er an Berufung für dich vorbereitet. Liebe Gemeinde, seid gesegnet in Jesu Namen. Seid gesegnet durch die Kraft Gottes. Halleluja. Und mir liegt noch auf dem Herzen, dass ein Ehepaar da ist. Gott will euch gemeinsam als Ehepaar in eurer Berufung weiterführen. Ihr habt bis jetzt schon einzeln gedient, aber noch nicht so viel zusammengetan. Da ist auch so, ihr spürt manchmal, das ist nicht immer so ganz kompatibel miteinander. Ihr reibt euch auch manchmal aneinander, aber ich empfinde, Gott ruft euch heute Morgen da hinein, dass ihr wirklich ihm gemeinsam dienen sollt und dass ihr das in großer Freude und auch in Bestätigung und unter Segnung der Gemeindeleitung tun könnt und sollt und Gott euch wirklich darin dient. Jesus.